Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Reiter und wir sind in Folge 196 von Aborion. Ja, ich glaube, ich bin schon ein paar Stationen weitergesprungen. Genau, hier seht ihr das, weil ich habe schon gesucht und nichts gefunden. Ne? Hier ist jetzt ein Reisezentrum, Militärstation, aber im Reisezentrum habe ich auch mal reingeguckt. Ne? Bringt uns nichts, weil wir haben jetzt nicht die entscheidenden Güter dafür, denn wir bräuchten hier Energiezellen und da auch Energiezellen und hier sogar Plasmazellen und da wäre es dann sogar noch mehr. Ne? Da würden wir die Reichweite halt weiter vergrößern. Gut, wissen wir das Bescheid? Jetzt müssen wir nur gucken, wo wir hinspringen wollen. Ne? Also hier oben ist ein grüner. Ich glaube, wir nehmen den erstmal nochmal. So ein bisschen mehr von dieser Spalte da wegkommen. Dann auf, würde ich sagen, nach dem Intro gucken wir uns das Ganze an. Ne? Bis gleich. So, neuer Sektor, neues Glück. Was gibt's hier? Gucken wir mal rein. N. Handelsposten, Ressourcendepot. Leider kein Ausrüstungsdock. Gut, Reise geht also weiter. Nochmal bitte hier die Übersicht. Hier ist was Grünes. Fliegen wir da ein. Natürlich hier voll im Asteroidengürtel drinne. So, ich glaube, jetzt können wir den Sprung schaffen, oder? Ja, sieht gut aus. Okay, weiter geht's. Bisschen was entdecken. Hoffentlich kriegen wir auch ein paar größere Sprungtore da irgendwo zwischen, so ein paar Wurmlöcher, dass wir schneller reisen können zum Zentrum oder Richtung Barriere. Schauen wir mal. Was gibt's hier? Handelsposten. Nichts Besonderes. Dahin. Das ist dort. Auf geht's. Mission. Sprungroute wird noch berechnet. Das ist schlecht. Dann sind wir aber schon durch den Asteroidengürtel durch, glaube ich. Ne? Aber es passiert jetzt gerade gar nichts. Warum rechnet der so langsam? Können wir denn mal dann berechnen? Kann nicht so schwer sein, dahin zu berechnen, ne? Endlich. Sowas. Und Jump. Neuer Sektor, neues Glück. Schauen wir mal, ne? Schrottplatz. Das wäre jetzt die Sache, ne? Wir kaufen eine Lizenz und wühlen uns hier durch. Abwracklizenz kaufen. 5 Minuten, 15 Minuten. Kostet natürlich nichts, ne? Aber ich habe keinen Abwracker, oder? Das müssen wir erst gucken. Warte mal, wo steht das denn jetzt hier? Bewaffnet? LRM der Fehler. Gibt es hier irgendwo was zum Abbauen? Warte, Zerleger? Zerleger hört sich doch nach Dingens an, ne? Kann schon erstellen, Select Metalle in Altmetalle. Ach so, der, da ist das leider mit gemeint, oder? Bergleute leider.
Abwrackgläser, da ist einer. Dreier sind sogar, ne? Auf drei Lichter sozusagen, nicht auf drei sind's. Ah, wer mehrere? Ja, dann. Dann soll der Sache nichts im Weg stehen, oder? 15 Minuten Lizenz kaufen und gut ist. Und dann wollen wir mal loslegen, oder? Eins aus und vier aus. Und jetzt auf zu den Schrottwagen. Wo haben wir denn hier Schrott? Die ganze Zeit nichts gefunden, schreibt er. Abwracken. In diesem Sektor hätte ich gerne abgewrackt. Kann ich das einstellen? Halbe Stunde. Größe ändern. Ne? Wie ändere ich denn die Größe jetzt hier? Linksklick, um Zielgebiet auszuwählen. Und das Rechtsklick. Ich würde gern abwracken, aber das Gebiet. Kleiner machen. Ja, das war wohl nichts. Keine Ahnung, wie es geht. Gleich ist die Zeit schon wieder rum und ich habe nichts abgewrackt, ne? Kommen wir da jetzt auch dran zum Abwracken? Hallo? Bin ich schon zu nah oder was? Jetzt geht's wohl. Boah, das kann jetzt nicht sein, oder? Bitte Flugvektor. Jetzt haben wir hier ein goldenes Teil. Habe ich das jetzt aufgenommen oder ist es weg? Das ist weg. Da ist ja noch eins. Oder das hat er aufgenommen, ne? Kann das sein? Auf jeden Fall ist es wieder da. Beschleunigung, Antriebsbooster, okay. Ich würde das jetzt gerne automatisch machen, aber irgendwie war das wieder ein Satz mit X, ne? Wachs verschrotten. Ist das in diesem Sektor jetzt hier oder was? Der Frachtraum deines Schiffes im Sektor ist voll. Was? Ich wollte jetzt hier nicht. Na, dann ist das so. Okay, wir sind noch vor uns. Also das mit dem Abwracken hat auch schon mal besser geklappt, ne?
Da ist jetzt ein grünes Teil rausgekommen. Ja, ich würde jetzt sagen, mir ist das doch zu primitiv, ne? Ich frag da zwar toll ab jetzt oder so, aber... Wenn du guckst, was dabei passiert, ne, dann kannst du vergessen, oder? Ja, da kommen jetzt ein paar Sachen raus, das muss ich ja sagen, das ist da auf jeden Fall gegeben. Kommt so vor, als ob ich alles anklicken muss, damit das erst abgebaut werde. Sind jetzt irgendwelche Alienschiffe erschienen oder so? Kann das sein? Was hat er gerade? Habe ich was aufgesammelt, ne? Ein weißes Teil. Okay, nicht so wichtig. Also es kommt was aus der Kiste raus, das muss man sagen, ja. Aber schön war es was anderes, oder? Ja, nicht genug Platz, das ist klar, aber ich will ja auch gar nicht diesen Schrott haben, sondern ich möchte ja gerne was abgebaut haben. Also das gefällt mir jetzt nicht. Das machen wir nicht nochmal. Müßige Arbeit. Da ist gerade wenigstens ein grünes wieder rausgekommen. Aber es ist... geht gar nicht. Sehe ich hier rechts unten das Wrackteil wieder, aber irgendwie nicht abgebaut, ne? Komm, das schenken wir uns. Der fliegt da nochmal durch, dass wir die Klamotten kriegen, die da noch sind. Hier oben ist noch ein blaues Teil, kriegen wir das auch noch. Wahrscheinlich kann ich besser mit meinem Schild abbauen, wie, ne? Mit den Lasern. So, jetzt haben wir das auch noch gehabt. Komm, macht keinen Sinn. Das ist nichts für mich, das ist Spielerei. Wir gucken lieber nach anderen Sektoren, wo wir hin können und dann ist alles gut, ne? Hier so ein doofer Riss wieder. Keine Ahnung, wie wir da wieder vorbeikommen.
Fliegen wir mal dahin, gucken wir weiter. Wo muss ich springen? Da muss ich springen, alles gut. Aber ich würde auch sagen, die Folge soll es erst reichen. Ihr habt gesehen, dass es mit dem Abwracken zwar geht, da kommen Sachen raus, aber Komfort nenne ich was anderes. Da würde ich lieber von Ausrüstungsdock zu Ausrüstungsdock fliegen, weil das ist für mich, glaube ich, effektiver. Auch wenn ich nicht weiß, wo das nächste ist, weil das hier gerade fehlt, aber man müsste ja auch nur mal eine Karte kaufen, dann geht das vielleicht, ne? Gucken wir mal, dass wir das vielleicht bei einer nächsten Folge machen. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo macht, eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade, gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, bis dann, ciao!